Aktuell gibt es in Cottbus fast 5000 Biotonnen, die von etwa 15.000 Einwohnerinnen und Einwohnern genutzt werden. Doch immer häufiger landen in diesen Tonnen Dinge, die dort nicht hineingehören. Das führt zu höheren Kosten, die wir alle tragen müssen. Die Mitarbeitenden der Alba Lausitz GmbH sind angewiesen, falsch befüllte Biotonnen stehen zu lassen. Die Nachsortierung liegt dann in der Verantwortung der Eigentümer. Also es wird tatsächlich so sein, dass wenn Störstoffe entdeckt werden, in Biotonnen bleiben diese stehen, die bekommen einen Aufkleber, dass Störstoffe enthalten sind. Und dann müssen von dem, der die Biotonne bereitgestellt hat, auch leider nachsortiert werden. Erst wenn die Biotonne keine Störstoffe mehr enthält, wird sie wieder abgeholt. Wiederholtes falsches Befüllen kann sogar als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. Also das kann auch zu Strafen führen. Wir wollen es erstmal jetzt so versuchen mit dem Nachsortieren. Aber es gibt doch, war jetzt auch in der Presse zu erfahren, es gibt ja neue Gebührenordnungen, die also sehr hohe Strafen vorsehen. Das geht bis zu 50.000 Euro muss man sagen. Aber es kann auch natürlich dazu führen, dass ein Ordnungsgeld verhängt werden muss, wenn die Tonne falsch befüllt wird. Es ist also durchaus auch Bußgeld bewährt. Doch warum ist das so wichtig? Bioabfall ist kein Müll, sondern ein wertvoller Rohstoff. In der Vergärungsanlage des Abfallentsorgungsverbandes Schwarze Elster wird daraus Strom und Wärme erzeugt. Aus 1000 Kilogramm Bioabfall können etwa 160 Kilowattstunden Strom, 160 Kilowattstunden Wärme und rund 350 Kilogramm Kompost gewonnen werden. Diese Komposterde, auch Lausitzer Krafterde genannt, ersetzt energieintensiv hergestellten Kunstdünger und verhindert den klimaschädlichen Abbau von Torf. Damit dieser Prozess reibungslos funktioniert, dürfen keine Störstoffe wie Plastiktüten, Verpackungen oder gar Bauschutt in die Biotonne gelangen. Diese Störstoffe lassen sich nur mit großem Aufwand und unter unangenehmen Bedingungen aussortieren. Oft werden ganze Lkw-Ladungen zurückgeschickt, was zusätzliche Kosten verursacht. Leider seit Anfang 2024 ist es so, dass wir da Probleme bekommen. Und jetzt ist es so weit gekommen, dass zwei LKWs komplett nicht abgenommen wurden, wieder aufgeladen mussten, zur Nachsortierung zurück zur Sortieranlage der Alba Lausitz gefahren werden, wo wir eigentlich den Müll nicht sortieren, sondern bloß umladen. Und jetzt müssen wir also Maßnahmen ergreifen, um diese Verunreinigung einzudämmen. Die Stadtverwaltung und die Entsorgungsunternehmen appellieren daher eindringlich an alle Cottbusserinnen und Cottbusser. Trennen Sie Ihren Abfall richtig. Das schont nicht nur Ressourcen, sondern reduziert auch die Restabfälle. Informationen zur richtigen Abfalltrennung finden Sie im Cottbusser Abfallkalender.